Gruseln, Sandro. Nee, ich hab gar keinen Bock. Ey, ohne Scheiß, erschrecken. Kannst du dir das vorstellen, Chiara? Ja! Dass du dich erschrecken willst? Jetzt heute! Chiara erschreckt sich. Geil. Gott, hab ich Angst. Ey, Freunde, herzlich willkommen zu einer wunderbaren Ausgabe von Reality Bites. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Chiara, schön, dass du da bist. Zum zweiten Mal tatsächlich schon bei Reality Bites. Ja. Und der Grund, warum du hier bist, können wir ganz offen sagen, ist, Krogi und ich hatten keinen Bock auf Horror in VR, deswegen macht das mal, liebe Chiara. Das ist kein Bock, stimmt nicht. Ich habe sehr viel Freude daran, aber ich kann es nicht, weil ich dann drei Monate nicht pennen kann. Ich kann dann nicht nach Hause fahren, ich kann nicht mehr U-Bahn benutzen, ich kann nicht in den Keller gehen, ich krieg Albträume im Kopf und dann will ich da raus und dann muss ich mit dem Hammer gegen die Schädeldecke von innen hauen. Wollt ihr das? Ja, nee. Also eigentlich schon. Ich würde das gerne mal sehen. Ich weiß nur, ich bin aus der Toilette rausgekommen und plötzlich bin ich hier. Ja, genau. Ich habe auch damals versucht, Resident Evil 7 zu spielen, aber ich bin immer wieder raus aus der VR, weil es zu krass war. So, ich habe vielleicht 20% oder so in VR gespielt bei Resident Evil 7. Nein, Mann. Es ist wirklich zu krass einfach. Aber was wir heute spielen, ist nämlich Pagan Peak VR. Lieben Dank an Another World. Die Entwickler nämlich, die haben auch Kobold VR gemacht. Genau, wer hat das bei uns gespielt? Simon oder Eddie? Simon und Eddie. Eddie kann ja sehr gut VR, wie wir wissen. Ja, genau, das ist. No, shit, Alter. Nehmen Sie Platz. Oh, leck mich. Das Spiel sah hardcore aus, Kobold. Das sah richtig aus. Also, ich hab kurz reingeschaut. Das war richtig schon eine Ansage. Ja, Fabian hat auch gemeint, dass es wirklich wohl gut war. Deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Spiel. Wir können mal als erstes in den Trailer schauen, um zu zeigen, was dich denn da so erwarten wird, Chiara. Lass uns zusammen mal reinschauen. Ich hab's jetzt schon und ich hab noch nichts gesehen. Währenddessen mal ein bisschen drüber schnacken. Das ist nämlich Pagan Peak VR. Das Ganze wurde inspiriert von der Serie Der Pass. Das ist eine ZDF-Serie. Und da geht's um den Krampus. Wisst ihr, was das ist? Ich finde den Namen immer noch so. Krampus. Krampus. Ja, ich habe den mal in Österreich gesehen. Da dachte ich, das sind so Leute, die einen vergewaltigen. Tatsächlich. Das waren ganz schlimm. Das waren verkleidete Menschen, die durch die Innenstadt gelaufen sind. Die sind allen Männern, allen Frauen hinterhergelaufen. Die haben nicht durch die Stadt gelassen. Das war ganz schlimm. So ist jetzt dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob es darum geht in dieses Spiel. Nein, es geht um den Krampus. Das ist quasi, am 5. Dezember ist ja auch immer Krampustag. Und ihr kennt ja den Nikolaus natürlich. Der Nikolaus ist da für die braven Kinder, während der Krampus da ist für die Arschlochkinder. Also für die, die halt nicht besonders artig und lieb waren. Und dementsprechend ist hier der Krampus, der irgendwie so ein bisschen seine Opfer. Genau, ist eine fiktive Figur, genau, so eine teufelsähnliche Gestalt, die fürchterlich aussieht. Und so war es in Österreich im Real Life, fand ich ganz schlimm. Also, das kannst du gerne spielen, Chiara, aber es sieht gut aus. Ja, und vor allem ist es rätsellastig, da bin ich mal gespannt. Du hast schon. Ja, ihr müsst mir helfen, ich bin echt nicht gut. Nein, natürlich, keine Sorge. Ich probiere immer alles aus und dann irgendwann mal Das Gute ist, wir sind auch nicht gut in Rätsel. Das habe ich auch schon gesagt. Das Schöne ist, Chiara hat auch richtig große große Sprüche schon rausgehauen. Und zwar, ja, bei Game Talk hast du damals gesagt, ach, Horrorspiele, die machen mir ja gar nichts aus. Ja, so. Ich habe gemeint, ich hoffe, ich krieg irgendwann ein Spiel, wo ich richtig schön Schiss habe. Ja, und jetzt habe ich Schiss, dass ich Schiss habe. Ja, vorhin hat Chiara zu mir dann so gemeint, ich habe richtig Angst, dass ich dann doch eine Pussy bin. Beste Zitat. Richtig also, gut. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange drum rum, sondern kommen jetzt zu Pagan Peak VR. Viel Spaß damit. Reality on! Hilfe? Ja? Ich weiß es nicht, kann schon gut sein, um das auch noch festzuzurren. Ja. Vor allem als Brillenträger ist das auch nicht immer so geil. Genau. Warte mal, hast du ganz auf? Warte. Ja, hast du. Okay. Cool. Ja, das kannst du, ja genau. Moment, Haare, Brille und alles. Genau, pass auf der Brille auf. Mhm, ja. Bist du drin? Jetzt passt. Okay, warte, jetzt hast du das hier ganz. Reicht dir das so? Du machst es tiefer. Nee, es passt so. Okay. Ein bisschen fester, ne? Es muss ein fester sein, ja. Genau, aber dann muss sie wahrscheinlich ein bisschen tiefer, oder? Ich glaube, jetzt gerade war es perfekt. Ja? Jetzt nicht mehr, jetzt, ja, genau. Ja, straff machen kann ich sie, das ist kein Problem. Ja. Ich glaube, jetzt ist okay. Und du kannst hier noch, Achtung, hier kannst du auch noch was einstellen, wenn du den drückst. Den Button kannst du nach vorne ziehen, genau, den Button drücken. Da kannst du nach vorne noch ziehen oder reindrücken. Die Brille. Je nachdem, wie du es willst. Okay. Das ist cool. Ja, ich glaube schon. Okay, dann einmal linke Hand. Ich gebe dir mal die Schlaufis rum. Wir sind nämlich, ne, wenn die Kinder spielen. Aber ist das jetzt die rechte Hand? Ja, nee, das passt. Das passt, ja. Ja, okay. Das stimmt, das ist rechts. Ich bin auch schon ein bisschen dumm, merkst du das? Ja, ich freue mich ja schon auf die Rätsel, wenn das stimmt. Genau, und kannst du schon was drehen mit dem Stick? Ich glaube, du kannst es so ausrichten. Bleib mal nämlich, pass auf, dreh dich mal hier hin und dreh mal das Ganze. Ist das falsch rum hier? Nee, so. Jetzt hast du es richtig. Ja.
Du kannst nämlich mit dem. Weil ich sehe nämlich hier das Menü. Genau, mit dem Sticks, mit den Sticks müsstest du es drehen können. Ich kann die Kamera. Ja, genau. Ah, okay. Ja, cool. Top. Soll ich schon mal reinspringen oder? Wir können überlegen, ob wir Tutorial machen wir nicht, oder? Einfach ein neues Spiel. Okay, dann oder? Kann ich jetzt. Naja, lass uns eben noch den Bumper machen und dann bist du im Spiel. Genau. Alles klar. Also, warte kurz. Okay, ja. Gaming. Horror. Horror Gaming. Tiara, du bist schon im Spiel. Ja. Mach's leicht, oder? Sicher? Ja, wir haben halt bei Reality Bites immer nie so viel Zeit. Ah, okay. Dementsprechend. Aber wussten wir uns dann weniger. Naja. Tatsächlich sogar lokalisiert. Sehr schön. Also sind natürlich deutsche Entwickler, aber trotzdem für den größeren Markt macht man das natürlich lieber auf Englisch immer. Hallo. Freut mich, dass sie mein Inserat sie angesprochen hat. Kann ich das überspringen? Oh, um Gottes Willen. Okay, das ist nicht HTML, das könnte ich lesen. Was ist das? Ist das C-Sharp? Was hackst du da schon wieder aus? Danke. Freue mich auf das Kennenlernen. Brauche noch die Adresse. Lass uns bei meiner Hütte treffen. Ein perfekter Ort zum Kennenlernen. Ja. Oh, wow. Lernen. Oh, krass, Leute, ich fahr Auto. Kann ich auch lenken? Nee, schade. Kannst du nicht mal das Lenkrad gucken, kann das sein? Du bist sehr klein. Ja, wirklich. Ach nee, es ist aber auch sehr dunkel, ja. Darf Chiara überhaupt schon vorne Moment. Sitzen? Oh, die Straße ist ja holprig. Ja. Oder ist wer? Ich glaube, du läufst im Auto. Oh, ich hab mich jetzt schon erschrocken. Ich will jetzt schon raus, aber... Das Gute für Chiara ist, sie hat keine Kopfhörer auf, sondern hat den Studio-Sound. Ich schaue nur gerade aus, links Licht. Okay, dann werden wir ruhig. Lass mal die Atmosphäre. Oh, bin er jetzt da? Bin er jetzt? Da ist er. Oh Gott, da ist er. Hallo, ich hub mal. Jumpscare geht nicht. Ein anderes Level. Was soll ich machen? Hab mein Ziel erreicht. Soll ich aussteigen? Geht das? Oh. Fuck. Wieso hat man Angst? Das ist doch alles virtuell. Wo bin ich? Wer weiß das schon. Vielleicht ist das hier auch die Virtual Reality. Ich kann nichts mehr sagen. Ich stell mich mal. Dann schubsen wir sie. Oder hauen wir einfach ins Gesicht. Ich glaube, mein Handy klingelt. Hallo? War ganz brav. Creepshow! Ist ja ein bisschen wie bei Saw. Oh. Ja. Ups. Saw als Krampus-Killer. Ja. Okay. Also es ist eine Art Escape Room wahrscheinlich jetzt hier drin. Kann ich irgendwie mein Handy in die Hosentasche stecken? Naja, ich schätze mal hier hin. Ganz vorsichtig. Ich begrüße euch, meine lieben Zuhörer. Und willkommen zum alpinen Kulturmagazin am Sonntag. Wir hatten den ersten Advent schon, ne? Guck mal, und den zweiten. Das ist ja gut. Und wie diese unsere Einstellung zu der Tradition des Campuslaufs ändert. Ist denn schon der vierte Advent? Das ist auch die heutige große Frage. Naja, jetzt schon, hier schon. Und ich freue mich auf eure Anrufe. Zum Brauchtum. Ja, auch ihr seid schon ganz gespannt auf den 5. Dezember, an dem Tag, wo Krampus und Nikolaus... Oh, ist eine gute Idee, Chiara. Das gefällt mir, dass du so eine schöne destruktive Ader in dir hast. Ich jag einfach die ganze Hütte in die Luft. Ach, da ist die Tür offen. Was liegt denn noch oben? Ja, das da. Ja, ich schon. Wie spät ist es? Ah, so spät. Okay, ich glaube. Meint ihr, da sind Hinweise noch irgendwie mit dran? Ja, vorstellbar. Also, vorstellbare. Gut, dass du es alles nehmen kannst, zumindest schon mal. Ja, das gefällt mir auch sehr gut, dass ich irgendwie gerade alles nehmen kann. Ich bin froh, dass du spielst, nach wie vor. Komplett. Hä? Ist mich gerade da wegbewegt? Gut, ich gehe jetzt mal hier hin. Das haben wir doch auch gesehen, oder? In dem Trailer. Dabei handelt es sich um Patricia
Weiß aber nicht, was das bringt. Ja, ist das irgendwie mit einer elektronischen Einrichtung gekoppelt, genau. Nimm mal den ersten weg da. Ja. Oder kannst du auf die Rückseite mal schauen von den... Aber dann liegt der ja richtig. Der haut auch hin. Der liegt auch. Fehlen dir wahrscheinlich eher welche, schätze ich. Ja, der da in der Mitte fehlt. Einer fehlt. Dann fehlt der, der da. Genau. Die Apfelsine. Oder der Kiefer. Oder der Kiefer, mit, der in einer Apfelsine lebt. Lichtschalter. Oh, das ist eine schöne Animation. Ich hab's kaputt gemacht. Jo. Okay, Moment, eine Sache muss ich noch machen, weil das haben wir doch auch im Trailer gesehen. Stimmt, da kannst du das wahrscheinlich rausholen. Ja, ich glaube, du musst aber erst das Rätsel da lösen mit dem Wort. Oh, ist das Erz? Erst. Wahrscheinlich ist das vielleicht das Endgame-Content, ich weiß es nicht. Ich gehe mal hier hin, das ist heller. Die Frage ist halt. Was muss da. Ja, was muss ich hier machen? Ich glaube, wir brauchen noch mehr Hinweise. Ja, das ist ganz. Ich stelle mir das auch nochmal hier kurz. Upsi. Gott, diese Geräusche. Hier kurz hin. So. Da ist auch noch ein Schloss dran. Ich finde gut, dass ich mit dem Zeigefinger überall hin zeigen kann. Kannst du das uns bitte vorlesen, das Kleinteilige, was da steht? Ey, wie der Tür zu kalt. Geht wirklich. Krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, da war gerade jemand. Ey, Asano ist nicht gerade voll abgelenkt. Ich habe keine Ahnung, wer da jetzt war. Der hat irgendwie nach hinten. Krass, ich krieg Panik. Ich will dich doch nur schützen, Chiara. Oh! Perfekt, Chiara. Aus damit. Scheiße. Ach, da. Cool, direkt zurück. Ach, wie cool, dass man sogar die Schritte hört. Das, okay. Was hat sich jetzt getan? Irgendwann. Da nichts? Irgendwas ist passiert. Mhm. Hast du das Feuerzeug noch irgendwo? Nee, ne? Doch, hier. Willst du ein bisschen mehr Licht haben? Ja. Kannst du nochmal zu der Karte gehen vielleicht? Vielleicht ist da an dem. Vielleicht kann man der Stromleitung irgendwie folgen, uns nach. Da unten Schau. Liegt auch was. Ja. Das ist aufgegangen. Warte mal. Oh Gott, ist mir ein bisschen schwindelig gerade. Ich dachte gerade, ich knall mit dem Kopf gegen den Tisch. Da hast du den ersten Hinweis. Okay, da ist ein Hinweis. Okay, vier Kannst Buchstaben. Nicht entkommen. Was steht da? Kannst in Falle? Kannst nicht entkommen. Mein Finger ist im Weg. Die Teufelskralle sitzt fest in seiner Höllenfalle. Ja. Höllenfalle, okay. Kralle, Falle oder Kralle, Spalle. Ich wollte das... Ah, das ist schön. Das ist schön. Schön gemacht. Ja, ich meine, wir sind zwar gefangen, aber es muss uns ja deswegen nicht schlecht. Du bist eine Kamera, du bist beobachtet, weißt okay, du. Ne? Musst du jetzt Falle in diesem Dings, ja. Bei den Buchstaben? Kann sein. Du hast gesehen, ist das vielleicht runtergefallen? Ja, alles gemacht. Okay. Stell da mal Falle ein. Mal gucken, was passiert. Also wo auch immer, oben, unten. Ah, oh, fuck. Aha. Ist auch doch recht präzise, es gefällt mir ganz gut. Super gut, ja. Ist ja nicht immer bei Spielen so, dass es so präzise ist. Genau. Wow, sehr gut. Nice. Also, ey, was war das? Genau. Ah, es war toll. Ach so, okay. Geil, sofort gelöst. Mit deutschen Reimen. Wer bin ich? Was steht da? Bringt's Warte mal, was steht da? An der Tür steht was. An der Tür. Wer bin ich? Ah, okay. Da, nee, das ist für einen anderen. Da musst du einen Namen eingeben, schätze ich. Ja. Ja, wahrscheinlich. Was, warte mal, schau mal an die Wand, schau mal an die Wand. Leute, da ist was am Fenster. Welche Wand? Scherben bringen Glück. Okay. Haben wir denn irgendwas mit also ein Spiegel hier? Geh einfach zum Fenster, ich will sehen, was passiert. Ach, Leute. Moment. Das ist doch so ein Pannenbäumchen. Ja, ich, oh. Oh, ja. Okay, vermisst. Ich guck nur kurz hoch, weil der Typ mir Angst macht. Wieso geht... Ich verstehe die ganze Zeit, wer bin ich im Hintergrund sagen. Sven Wagner. Wird aber auch gesagt, wer bin ich. Sven Wagner. Naja, es geht tatsächlich ja auch um den Namen gleich für das andere Rätsel. Ja. Oh, okay. Ich leg jetzt mal es könnte, alle raus. Es könnte Paul sein, es könnte Sven sein, es könnte Nina sein. Es sind immer vier Buchstaben. Es wird das Rätsel sein für die Tür. Ja, wir müssen 100% Nina ist rot, auf jeden Fall. Texte durchlesen aber auch, oder? Meinst du nicht? Ich wollte erstmal alle rauslegen, nicht, dass es dann irgendwie mega offensichtlich ist. Ja, genau.
Naja, du kannst ja alle Texte durchlesen, du kannst einfach ausprobieren, ist ja überschaubar. Aber das mit der roten Schrift ist eigentlich schon mal ein guter Hinweis. Es gibt zwei rote, da war noch ein roter drin, glaube ich. Was ist los? Hä? Ja, der ist auch rot. Nee, der nicht, der andere. Ja. Das sah aus wie Clint Eastwood. Naja. Shu Kobayashi ist auch rot. Lena ist auch rot. Okay. Guck mal, Lena Meyer, wo ist denn Landrut? Ja, komm, geh mal, lass mal, pass auf. Ja. Lass uns mal merken, Lena, Shu und, wie schreibt man Shu? S-H-O-U, ne? O-U, ja. Ja. Lena, Shu und das andere ist Nina. Lass uns da den mal probieren. Hier? Ja. Okay. Lena. Gibt's ein L, ja, okay. Das sieht doch schon mal gut aus. Ja. First try, oder was? Das die anderen werden wahrscheinlich auch kennen. Okay, probieren wir mal Lena aus. Scheiße, Leute, ich hasse euch. Daran haben wir nicht gedacht. Schuh. Oh, warum bekommt das Ding her? Probier Schuh aus. Ja. Geh weg. Komm schon. Beide gleichzeitig, geht nicht. Ist, gibt's überhaupt ein H? Nee, dann Nina. Dann probier Nina aus. Nie. Du brauchst nur noch ein N. Bist du in der richtigen, bist du in der Linie? Bist du sicher in der Linie? Ich weiß nicht, die Linie. Nee, bist du nicht. Muss es so hin, ja. Was? Ah, das ist natürlich tricky. Nie. Wo ist denn das N? Da. Da. Okay. Hat nicht funktioniert. Okay, die Bombe ist explodiert. Vielleicht steht da wieder der Boy, der vor das Auto läuft. Irgendwann hat man gar keine Angst mehr vor ihm. Ja, noch hat er sich nicht so oft blicken lassen. Ich mag es nur nicht, dass er neben mir dann gleich steht. Das ist einfach ein hässlicher Vogel. Ja, was hast du erwartet bei Krampus? Ja. Ich sehe halt. Ich würde gerne das Fenster runterkurbeln. Nein, nein, du willst nach vorne gucken, um den Typ zu sehen. Aber der ist doch gleich links von mir. Wo ist er denn jetzt? Ach, da, ja, hallo. Oh, wieso hast du eine Maske auf? Ich hasse euch. Herzlich willkommen bei Reality Bites, ja. Komm, das sind die Gags eines neunjährigen Geistes. Also das. Also Reality Bites. Also. So, ach so, ja. Ja, Handy muss das noch nehmen, ja. Aber das kannst du sofort weglegen, das ist ja dann alles getriggert. Ich leg direkt auf, ne? Ja, leg einfach weg. Ich hab dich auf Lautsprecher gestellt, ja? Geil, also Speedrun, Speedrun mit Kira. Guck mal, es gibt. Wer bin ich? Oh. Also es gibt mehrere Leichen. Das sind alles vermisste Leichen, ich verstehe. Die wird er da wohl alle irgendwo haben. Ja. Und da in der Tür, du musst den Namen von der Leiche in der Tür wissen, schätze ich. Ich glaube auch. Aber mach erstmal wieder ein bisschen Licht für dich. Das war so eine schöne Stimmung, die du gemacht hast. Ja, oder? Finde ich auch. Schön weihnachtlich hier. Weihnachtlich. Haben wir ja auch fast. Haben wir. Ist ja der Weihnachtsmonat. Genau, der Weihnachtsmonat. Weihnachtsmonat. Juli, der Weihnachtsmonat im Juli. Hast du in den Schubladen eigentlich noch was drin? Hast du dich schon alle einmal eingeladen? Frage, ne? Jetzt zum Glück ist heute wenigstens nicht Krampustag. Nicht mehr. Mit dem Krampus. Na gut, tschüss. Ja, behutsam. Ganz behutsam. Krampus aus dem Walde, schleicht. Okay. Alter, ich find's krass, wie sauber das aussieht. Das sieht mega gut aus. Das ist auf jeden Fall oben liegen. Moment, hat das. Hat das was? War dann das so eine Patrizia? Kann sein, ja. Dreh mal die Seite um, bitte. Nee, okay, danke. Okay. Egal. Das ist auch fiedel. Hoffentlich warst du nicht unartig, dann wird es richtig abartig. Okay, dann kannst du mal Falle eingeben gleich. Schade, nice try. Nice try. Gut, Falle? Ja, wo war das denn eigentlich? Da oben. Wir dachten, dass der Spuk vorbei ist, aber ein paar Monate nach
Ich kann mich manchmal nicht entscheiden. Aber das ist richtig schön gerade zum Zuschauen, weil die Darstellung ist gut, es ist nicht zu ruckelig, du spielst es toll. Es funktioniert anscheinend auch gut. Ja. Also das Ganze, diese ganzen Objekte, die man so genau betätigt. Mega gut. Ja, es macht mir auch super viel Spaß jetzt. Jetzt noch habe ich keine Angst mehr. Okay. In so einer Hütte, wenn ich da wirklich in echt wäre, hätte mich selber umgebracht jetzt schon. Ich wäre in den Kopf einmal gegen die Wand gelaufen. Jetzt noch. Du hättest auf die Bombe raufgeschlagen. Nach einer Minute da drin. So. Die Frage ist. Mach dir doch mal wieder Licht. Noch ein paar Dinge an, bevor wir nochmal Namen ausprobieren. Okay, ich kann das nicht aufheben. Ich brauche mein Feuerzeug. Ja, mach dein Feuerzeug. Und drück mal auf den Lichtschalter, dass dir die Lampe kaputt geht. Das fand ich schön. Das war ein schöner Effekt. Ich lasse es einfach mal an. Okay. Was steht da? Alpenfall. Ist da auf der Rückseite was? Kannst du das nehmen? Nee, ne? Nee, ich hatte schon versucht. Es geht nicht. Okay. Und in dem anderen Raum, ist da noch was drin? Moment. Ich schau gleich. Keine Brille. Vielleicht sind das alles Hinweise. Zweites Opfer, 35 Jahre alt. Kannst du es mal näher an dein Gesicht halten? Was steht da, was da unten steht, meine ich? Gruß. Und da die Karte, meine ich. Jeder? Entsetzt, verschreckt sind alle Leute. Er schlug schon wieder seine Beute. Ja. Warte mal, war das nicht? Wir hatten doch auch so einen Zettel da. Ja, wir hatten das mit Falle. Musst du jetzt Beute da, oder? Irgendwie da raufschreiben? Also in dem... Was soll das denn heißen? Meinst du in dem gleichen Rätsel nochmal? Keute? Bitte? Meinst du? Naja, ist vielleicht noch was in diesem Objekt, wo diese vielen Buchstaben drauf sind. Da war das Rätsel mit Falle. Ja, aber hinten. Also, genau, Höllenfalle. Und guck mal, das ist aber. Nee, das muss gelöst werden. Auf der Karte vorne ist auch genau das Teil. Ja. Aber lass es doch mal liegen und geh erst mal im nächsten Raum. Vielleicht finden wir noch was Schönes. Jetzt kannst du noch mal schauen, wer da. Hilfe! Hilfe! Hm? Diesmal gehen wir hin. Ja. Und trotzdem rennt sie weg. Oder wird weggeschleppt. Ja, wirklich. Es hätte ja auch so einfach sein können. Ja, das wäre so schön. Okay. Oh, das ist ja eine richtig alte Hütte. Diese Betten kenne ich noch so aus dem Freilichttheater, wie das heißt. Freilichttheater, was sollst du mit der Hand sein? Klar. Wer kennt's nicht? Als du jahrelang im Freilichttheater gelebt hast. Und was steht da? Okay. Leute, Beute. Entsetzt vor Schreck sind alle Leute, er schlug schon. Wieder seine Beute. Das ist genau das, was eben in der Zeitung stand. Gut, der Nussknacker aussieht. Aber hat das. Ne, okay. Der Nussknacker? Ja, auf der Rückseite? Da ist was drin, kannst du es rausnehmen? Wo ist denn was drin? Nee, ist einfach nur zerbrochen, okay. Ja, nee. Okay. Okay. Ah, ich dachte, ich kann ihn noch woanders greifen. Also am Kopf halt. Das habe ich ja gerade gemacht. Shit. Ach Mann. Oh. Du kannst es auch nicht aufhalten, ne? Moment. Ist kurz dunkel, Leute. Ja, sie wollen es so, sie wollen es so. Ah. Mach mal Feuer in das Knacker. Scheiße, wo ist es? Ist es noch hier oben? Oh fuck. Muss auf dem Boden liegen. Irgendwo. In dieser Situation willst du dein Feuerzeug nicht verlieren. Nein. Aber ist doch hell genug, oder? Könnt ihr es lesen? Ich hätte. Ja. Ja. Drittes Opfer. Du hast das dritte schon gefunden. Das musst du auch mitnehmen. Sind das die Buchstaben dann von den. Du hast 1, 2, 3. Du hast 3 Opfer gefunden. Genau. Wir haben 4 Opfer vielleicht. Und dann immer den Anfangsbuchstabe der Opfer. Den müssen dann wir wieder neuen Namen generieren. Das kann sein, ja. Oh, meine Hand war gerade da drüben. Die glitscht einfach weg. Okay, Leute, ich weiß nicht mehr, wo mein Feuer ist. Oh Mann. Chiara, bitte. Was denn? Da ist bitte. Auch. Oh nee, was ist da draußen bitte wieder? Bitte find es. Bitte. Okay, ich greife jetzt einfach mal irgendwo hin. Unterm Bett vielleicht. Das soll irgendwo sein. Vielleicht an der Seite, ja. It's gone. It's gone. Ja, gut. Scheiß drauf. Oder liegt's jetzt wieder da, wo es ursprünglich lag? Vielleicht. Was hast du war da nicht mal was drin? Ja, da war ein. Hier, genau. Aber den hast du ja schon. Wer brauchst noch einen zweiten? Vielleicht. Nee, ich hab ja alle, ne? Okay. Ja. So, was lege ich jetzt da?
All diese Büsche. Ich hab mich kurz erschreckt. Guck mal bitte einfach auf ein Feuerzeug, ob es da liegt. Kannst du dir die Brille aufsetzen? Oh. Okay. Man vergisst, dass man eine VR-Brille auf hat. Okay. Das ist kein Lichtschalter. Das ist halt leider so dunkel jetzt. Ja, wir brauchen wirklich das Ding, es hilft nichts. Ist das da? Da unten muss es doch irgendwo sein. Oh, ein Schrank ist auch. Er ist reingefallen, kann auch sein. Da. Oder? Nee. Ah, beim Nussknacker. Ah. Nutcracker, what a bitch. Kannst du die aufmachen? Warte mal, was steht hier überhaupt? Weidmanns Heil. Oh, nice. Oh. Okay, nee, das geht nicht. Alles klar. Okay, cool. Das ist ja wie ein Escape Room, das gefällt mir. Da finden wir gleich einen Code. Also, wir müssen einmal einen Namen finden. Oh, kannst das, das ist auch eine gute Idee. Was ist das für das Bild? Was ist denn hier? Ich bin gegen irgendwas. Was ist das? Was ist das denn hier? Okay. Kannst du einmal in den Topf schauen, jetzt wo wir Licht haben? Ja, natürlich. Okay, leer. Und unter der, vielleicht unter den Tisch? Oh, da links ist auch nochmal was zum Aufmachen. Die Tür meinst du? Ja. Aber ich glaube, die würde rausführen. Ja, okay. Ah, ich wollte die Tischdecke wegmachen. Okay, weiß nicht, ob das ein Hinweis sein soll oder einfach nur. Oder ob das Deko ist. Gut, die sind bewaffnet. Kannst du. Ich kann es nicht mehr loslassen. Stell's auf den Herd. Meint ihr, das ist auch ein Rätsel? Kannst du aufmachen? Oh. Paul, den brauchen wir vielleicht noch. Ah, das ist ja der Dude. Ja. Ist Paul im Ofen, ja? Zuletzt gesehen, Paul, also TV-Auftritten. Okay. Ah, die Atmosphäre ist ja ganz hervorragend. Da ist nichts mehr. Habe ich hier schon aufgemacht? Meint ihr, wir müssen irgendwas mit dem Kram machen? Ja. Weiß man noch nicht, glaube ich. Aber stellt sie erstmal raus, ist schon mal. Ja, es könnte was drin sein. Also, was machen musst du ja auf jeden Fall mit dem Zahlenschloss und mit dem Namensschloss. Und das sieht sehr gut aus, was du machst. Aber unter dem Blech könnte noch was liegen, da hast du recht. Aber schön, dass das physikalisch auch funktioniert. Oh, nice. Und da hast du einen neuen Tisch gebaut. Sinn ergibt. Ich finde, dafür sollte es ein Achievement geben. Ist ja auf jeden Fall cool. Ich kann es nicht loslassen. Ah, doch. Okay, davon nicht. Ey, aber auch die Texturen sind gut. Also muss man schon sagen. Okay, so kannst, Paul ist gleich. Ja, kannst du einfach noch rechts auf den Herd schauen. Also auf den rechts, nicht der Herd, das andere. Das war nur ein Tisch, ne? Das war nur ein Tisch, ja. Ja, okay. Weil hätte sagen, dass unter dem Blech noch was ist. Ne, nimm Paul mal mit, das ist gut. Ja. Also Zahlen brauchen wir und Namen. Unter dem Bett, ne? Da ist nichts mehr, ne? Oder die Matratze kannst du nicht wegziehen. Mhm. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zu schwer. Okay, alles klar. Und du kannst mal ein Licht da machen, fällt mir gerade ein. Das da nämlich. Ja. Immerhin. Okay. Also. Du hast Paul. Ich muss kurz. Ach so. Ich hatte eine Strähne an der Lippe. Das war sehr nervig. Ist die 10 ein Hinweis? Glaubt ihr, die 10? 10, ja. Genau. Du kannst mal Zahlen suchen. Zahlen sind nämlich nicht so gefährlich wie Namen. Für den Tresor oder was? Ach, da ist ein Knopf. Schau mal. Wo da am Bett ist ein Knopf. Neben dem links, geh mal links rum. Jetzt duck dich mal ein bisschen. Das ist kein Regal. Das ist nee, ein bisschen tiefer. Duck dich mal. Geh mal jetzt tiefer, duck dich mal. Da ist hinter dem Balken. Direkt da. Ist das nicht Schrauben? Ah, oh, oh, scheiße, ey. Aber kann ich den Nussknacker jetzt vielleicht verwenden? Ich hol ihn einfach hierher. Ja, hol ihn mal lieber hier. Ich räume einfach die Hütte auf, das ist jetzt mein Spiel. Ja, ist geil. Es macht aber auch Spaß, diese Spielerei in VR irgendwie. Also nur eine 10, richtig an Zahlen bislang? Jo. Ja. Okay. Hm. Ich mach das am Adventskalender, dann sieht ihr es besser. Kannst du da hinten irgendwie? Ja, müsstest du ja auch. Du musst da mit beiden Händen die. Kannst du mit beiden Händen das mit dem Nussknacker aufmachen? Nee, ne? Moment. Nee, ist nicht dafür gedacht. Ah, schade. Okay. Aber guter Gedanke. Guter Gedanke, ja. Und, oh, streichel ihn.
Ja. Okay, das sind, glaube ich, jetzt alle Zettel mit den Infos. Ich hole noch mal kurz mein Feuerzeug. Ja, und lass uns echt erst nach Zahlen gucken. Ich glaube, Zahlen... Ich habe jetzt Angst, dass das auseinanderfliegt mit den Namen. Leute, wisst ihr noch, wo ich es hingestellt habe? Ja, beim Nussknacker, da oben drauf. Da muss es liegen. Nee, das ist die Nuss, da habe ich die Nuss hingestellt. Bist du nicht hier irgendwo hingestellt? Ach, Mann. Im Regal? Nein, da warst du nicht. Nun, dann muss ich jetzt erstmal, bis wir es finden. Okay, das brauchen wir. Geh nochmal bitte zum Regal auf die andere Seite. Hier jetzt? Ja, da hast du nämlich die Nüsse geholt. Da brauchst du zum ersten Mal nämlich beide Hände. Deswegen glaube ich, dass du es entweder da hingelegt hast. Guck mal, weiter rechts in dem Regal. Ja doch, eigentlich war es da. Höher geht ja nicht. Höher geht nicht. Und da muss es doch hier sein. Nehmen wir den Nussknacker wieder weg. Da liegt es, oder? Der ist die Nuss, immer noch wie das eben. Das ist die Nuss? Schmeiß die mal weg, das irritiert ja wie... Ja, genau. Oh, das ist... Klimpert das? Ja, ich wollte es gerade... Schmeiß es mal auf den Boden. Ach so, aber wieso brauche ich denn so viel davon? Noch den gleichen. Naja, wahrscheinlich haben sie einfach mehrere versteckt, damit das... Ja, oder wir irritieren gleich das... Also. Ach so, das ist ein Handy, ja. Okay. Ist denn da kein Licht? Ja, stimmt. Wieso gibt es denn keine Handytaschenlampe? Ja, wirklich. Jeder normale Mensch es benutzen würde. Meister der Zeichnung. Okay. Alter, hat hier irgend gerade... Also, ich höre ständig Türen und es macht mir gerade Angst. Krampus russisch? Russisches Märchen? Oder österreichisch? Hey, Chiara, das kann nur hier bei uns sein. Geh noch, warte, guck noch mal bitte oben. Eben warst du auch ganz offensichtlich an einer Stelle. Schau noch mal bitte in Ruhe. Okay, komm, wir einmal machen. Einmal an beide Ablagemöglichkeiten, nämlich diese hier. Okay. Und jetzt guck mal bitte in die Box. Das auch nicht, schmeiß mal weg. Geh mal ein bisschen weiter nach rechts. Das ist so eine Nuss. Nuss? Nee. Da hast du nur das Radio, ne? Ja. Und du hast es nachher. Ich hab einfach random reingelangt. Ja. Geil. Geil, super gut. Okay, jetzt immer merken, wo das Ding ist. Das ist super. Leg es nie wieder ab. Ja. Da ist nämlich noch eine Zahl, nämlich die Uhr hat noch eine Zahl. Die Uhr hatte eine Zahl? Ja, die Uhr hat ja eine Uhrzeit. Steht da was drauf? Oh, was steht da? Mit Liebe. Krani? Karin? Katrin. Katrin? Mit Liebe Katrin. Nein, dass man das lesen kann. Das ist schon ziemlich geil. Also du hast die 10 und auf was steht die Uhr? Auf 7? Nee, so ist es. 9, oder? 8 und 9? Die steht auf. 9. 20 vor natürlich. 20 vor 9 steht hier. Ja. Also 20:09. 20 vor 21 Uhr. 20:40 Uhr. Kannst du probieren, ob das einen Unterschied macht? Du kannst 20:40 probieren. Kurze Frage. Mhm. 35-Jähriger? Hier steht ja zweites Opfer 35 Jahre und dann hier steht auch nochmal drittes Opfer 42 Jahre. Sind das vielleicht die Zahlen, die wir brauchen? Ja, es kann sein. Steht hier irgendwo auch erstes Opfer oder so? Ja, ich denke mal, das wird noch irgendwo liegen. Moment. Ja, hol die ganze weiter, das war alles aus da auf der Bank. Da steht aber alter Mann, da steht kein Name. Wir müssen wahrscheinlich jetzt jemand, der 42 ist, hier rausholen. Hey, den hatten wir doch gerade schon. Mhm. Ich stecke in der Bank fest. Okay. Wie alt ist er? 30. Der sieht zu jung, achso. 65. Olaf, die ist tot. Zu alt. Zu jung. Ich frage mich, ist überhaupt jemand mit 40? Das Bekannte von den Entwicklern sind. Na, es könnte schon sein. Dass das irgendwie Leute von denen da sind. Nee, Katrin hatten wir bisher nicht, ne? Hier mit dabei. Katrin haben wir noch nicht. Altes Luca. Luca.
Auch zu jung. Kannst du nochmal in die Box gucken, ob da auf dem Boden noch irgendwas Kleines liegt oder sowas? Nee, ne? Nee. Okay. Okay. Das sind nur Vermisstenanzeigen. Ist in dem auffälligen Tierkopf eigentlich irgendwas? Im Großen, da. Nee, ne? Nee. Kann ich nichts machen. Was? An der Wand ist auch nichts mehr, was du machen kannst. Wenn du jetzt... Okay, die Box hast du ja schon geöffnet. Kannst du einmal unter den Tisch gucken, ob die Leitung noch woanders hinführen oder ob sie nur an die Box gehen? Weißt du, hier? Da ist nichts mehr, ne? Ich weiß noch nicht, warum das hier ist. Nee, da ist ja der Zettel rausgeflogen. Du hast die Chiara, du hast die Tanne da aufgesetzt und dann ist die Klappe aufgegangen. Ach stimmt, und dann ist dieser Zettel rausgekommen. Ja, genau. Und dann, ja, okay. Genau. Ist echt tricky. Also, lass uns einmal die Zahlen random probieren. Ja, welche Reihenfolge willst du da nehmen? Ich würde, guck mal, du hast jetzt, ja, die eingekreisten erstmal. 35 und 42 und was ist noch eingekreist an Zahlen? 33. Aber da ist, da ist aber auch der ganze Name eingekreist. Ja, oder die Reihenfolge der Opfer. Für den Safe oder was das da war. Ich würde jetzt den Safe nehmen. Gibt es einen Code? Genau. Weißt du, erst das erste Opfer, das Alter, dann das zweite Opfer, das Alter und so weiter. Aber steht, okay. Da gibt es einen Code. Dann machen wir doch, weil das das zweite ist, wir haben irgendwie kein erstes Opfer. Ach so. 35, 42. Schauen wir mal, wie viele Ziffern das überhaupt sind da drin. Okay. Ja, also ihr habt recht, erstes, zweites, drittes. Könnte von der Logik recht haben. Ja, wo ist vielleicht müssen wir herausfinden, wann eine Patricia gestorben ist. Um die Reihenfolge herauszufinden. Steht das irgendwo, das Datum da in dem... Ja, kannst du den Text mal lesen? Also was steht da für ein Text an der Wand? Von dem Krampus aus dem Walde. Schleicht das Opfer. Opfer, Totenstarr. Bleicht. Okay, was steht da? Die Leiche... Ich kann es leider nicht so gut. Kannst du es einmal greifen? Ich glaube, es ist leichter, wenn du es greifst. Ja. Ah, Salzburg. Die Leiche von Patricia G., einer beliebten lokalen Wohltäterin, wurde im Keller eines verlassenen Gebäudes südlich der Innenstadt gefunden. Die Immobilie wurde kürzlich in einer großen Hotelkette aufgekauft. Bla bla bla. Schon letztes Wochenende. Naja. Der Zustand der Leiche des Opfers bei der Entdeckung lässt den Ermittler in Verbindung zu Gregor Ansbach, aka Krampuskiller, herstellen. Ach, wir wissen, wer der Krampuskiller ist. Ja, eine Tasche sehen wir da. Anscheinend. Was steht da rechts unten noch? Asmobidenmelder sind vorhanden. Ihr Körper wurde sogar schon mal hier präpariert. Sie oh Gott. Die Postkarte erhielt sie. Sind die an irgendwen genaues adressiert, ne? Wir können aber versuchen, sie als erstes Opfer zu nehmen einfach. Also das ist dann die erste Ziffer. Halt einfach. Können wir machen. Also 33, dann was für, 35. 33, 35. 42. Und, ja, kann man machen. <lacht> 32. 42 war das? Ja. Geil. Krass. Will ich verarschen oder was? Das ist ja richtig cool. Und oh, nö. Okay, jetzt hast du aber genügend, um alle auf denen zu setzen. Jetzt hast du genügend, glaube ich, um komplett das Symbol einzusetzen. Ach so. Leg die mal alle zur Seite. Ja, okay. Leg die mal alle, die dieses Symbol haben, zur Seite. Exakt, genau. Okay, Moment. Jetzt nimmst du die anderen drei raus. Weil das steht ja richtig. Nee, das. Das war richtig, ja. Nee. Nee, genau. Das wurde auch weg. Dann kommt das weg. Links unten war das einzige richtige, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Na, hätte sein können. Versuch was wert, finde ich. Ja. Weil es einfach genau die Anzahl ist. Okay, wofür haben wir denn das? Okay, wir wissen aber jetzt, wer das erste Opfer ist. Das ist schon mal gut. Wofür auch immer, ich weiß nicht. Dann müssen wir vielleicht doch was mit den Opfern machen. Ich lasse mal alles fallen, nicht, dass da doch irgendwas aufgeht. Steht da was auf der Rückseite? Unten drunter? Nee. Und im Safe, ich weiß, wir waren da gerade. Da ist wirklich nichts mehr drin, oder? Ich geh kurz hin. Ich habe auch das Gefühl, irgendwas übersehen wir. Aber was ist diese eine Person, die hatten wir jetzt mehrmals? Vielleicht. Das reflektiert das Licht auch. Aber es sind vier Buchstaben, die wir nur eintippen können, oder? Ja, also wir können jetzt natürlich das. Pass auf, geh nochmal bitte einmal
Weil den Chiara, hat. Gehen wir einfach noch bitte zur Tür, wo wir das eingeben müssen. Noch nichts eingeben, aber gucken wir einmal noch die Tür genau an. Manchmal sind ja auch Hinweise nochmal dort. Also, wer bin ich? Wir müssen eigentlich jemanden finden. Was steht da noch dran? Wir müssen jemanden finden, der. Vielleicht gibt es irgendein Todesritual. Weißt du, wenn wir jetzt die Berichte durchlesen, das, was Sandro meint? Vielleicht ist irgendjemand mit einer Bombe gestorben oder. Zerstört worden. Ja, genau, gesprengt worden oder was weiß ich, oder in einem. Sieht auf jeden Fall aus, als wäre es ein Kerl, wenn es der Typ da ist. Ich glaube, ja, vielleicht ist er das, aber vielleicht ist das ja eben nicht. Also, vielleicht ist ja die Tür. Das Schloss von der Tür was anderes. Aber er ist doch Paul, das sind doch genau 4 Buchstaben. Wir ja, haben genau, aber Chiara, alle haben 4 Buchstaben. Ja, aber Paul haben wir 3-mal hier gefunden: 2-mal ja, mit schon. Vermisst und 1-mal in Flyer. Der Typ ist schon sehr obvious. Okay. Ja. Also. Hier so nochmal. Ey, weißt du was? Wir probieren es aus. Wenn es nicht klappt, dann können wir schon mal 3 Namen streichen. Ja. Und dann machen wir es euch einfach als allererstes. Ja. Du musst nur in die richtige Linie kommen. Wenn das überhaupt geht, ne? Vielleicht. Ja, okay. Achso, da war ja ein A. Goddammit. Wow. Ist das erste richtig eingerastet? Das P? Ja. Ja, okay. Macht er, glaube ich, automatisch schon. Okay. Okay. Okay, hast du einen Plan B, falls das nicht ist? Dann müssen wir noch schnell einen Namen. Achso, ja. Ist ja ein Zeitpunkt. Nee. Aber vielleicht hängen die beiden auch zusammen, die beiden Namen einfach. Also Lena war es nicht, Nina war es nicht, Schuh gab es nicht. Moment. Kann auch sein, dass Lena richtig war und der zweite dann. Nee, wir haben ja Lena nochmal probiert. Oh. Wir ich weiß nicht, ob vielleicht sind ja 2 Namen, weißt du? 2 unterschiedliche, die du innerhalb von der Zeit dann. Ich weiß nicht, ob wir Lena wirklich probiert haben, weil ich glaube, die Zeit ist dann abgelaufen, um ehrlich zu sein, aber. Dann merken wir uns einfach. Achso, nee, wir haben Lena mit 2 Versuchen nochmal probiert. Ja, genau, stimmt. So, ja. Nina haben wir probiert. Und Lena. Dann haben wir noch Sven, Jens, Lukas. Kannst du einmal, zum Beispiel so Olaf, ne? Jetzt ganz links. Ja. Nimm dir einmal in die Hand. Zuletzt gesehen, das sind ja auch nur Vermisstenanzeigen. Das sind ja nicht Narbe am Knie. 6 blau. Also ob der in das Muster. Okay, die helfen. Und meine Theorie eben war eine andere, nämlich ob man herausfinden könnte, ob da drauf steht, wie die gestorben sind. Aber es sind ja nur Vermisstenanzeigen. Es sind ja keine Zeitungsberichte, wo steht, wie sie, was passiert ist, was eben bei den Zeitungsberichten anders war. Ja. Okay, dann müsstest du nochmal zum Zeitungsbericht gehen. Bitte. Da haben wir nämlich 3, ne? Hoffentlich. Aber die sind die nicht alle gestorben und nicht nur vermisst? Ne, die sind die. Also Olaf kannst du weglegen, gerade ganz kurz. Ja. Nimm einmal den in die Hand. Weil wie ist denn dieser Mensch gestorben? Kryptisches Gedicht. Alle haben ein Gedicht bekommen. Bevor sie. Ja. Der wurde aber ja offensichtlich enthauptet. Ja. Was steht denn da? Ja. Unartig, oder was? Unartig, ja. Wurde auf einem Wanderung auf einer Grenze zwischen Österreich gefunden. Ich glaube nicht an zu viel. Okay. Nee, es ist nicht die Theorie, die ich verfolge. Ich glaube, das kann man schon. Obwohl, warte mal, ist das die Tür? Gott. Nein, nicht das Feuer wieder verlieren. Scheiße. Nein. Ich habe nichts gedrückt, es ist einfach so passiert. Ich glaube es. Scheiße. Ah, Kabel. Kann ich denn diese. Oh, fuck. Was ist denn da ist schon die Wand. Okay, kann ich das denn nicht mitnehmen? Sehe ich es hier? Ja, da ist es. Das ist doch. Das war's doch gerade weg von der Nase. Ja, wieso sehe ich es nicht mehr? Oh. Ja. Oh, yes. Pferdelicht. Ja, ich schieb dich mal ein bisschen wieder in Gefahrenposition, von der Gefahrenposition weg. Du musst nämlich, pass auf, gib mal ein paar Sidesteps. Ich zeig dir, wo du hin musst. Sidesteps, du bist sehr weit weg. Du bist sehr weit weg vom Geschehen. Warte, ein bisschen hier wieder. So, hier ist eigentlich super. Jetzt müsste Brian dich noch einmal neu positionieren. Dann bist du, glaube ich, genau gleich richtig. Super gut. Hallo, da ist wieder. Sehr schön. Hey. Ey, pass auf, kannst du mal das Bild angucken von dem Zeitungsbericht? Weil das ist doch so eine ähnliche Tür gewesen. Von der jetzt? Nee, den Zeitungsbericht, den du gerade weggelegt hast. Ja. Von dem ersten, nee, zweite Opfer, genau. Den da. Schau mal bitte die Tür an links oben. Oder ist das keine. Genau. Warte mal.
Nee, ich meine die andere Tür, aber die ist ja. Hat keine Ähnlichkeit, ne? Das ist ein anderer Griff. Nee, ich glaube nicht. Nein, die Tür mit dem Zahlenschloss, also mit dem Namensschloss. Ja, ja, genau die. Sag mal. Aber es hat gar keine Ähnlichkeit. Ne. Nee. Okay, also. Dann wissen wir es. Dann musst du es ausprobieren. Paul? Wir probieren es einfach aus. Ich bin sehr Paul ist ja, ne? Ja. Ist es ja schon, ne? Also, bisher ist nichts passiert. Paul ist es. Und jetzt kannst du es aufmachen, oder? Also, diesen Kasten da, glaube ich. Nee. Und da oben, kannst du da drauf drücken oder so? Ziehen, ja. Aber wieso ist denn gar nichts jetzt passiert? Nicht mit der Leiche was noch, passiert? Nee, nochmal, weil vorhin musste man ja auch zweimal. Oder konnte man zweimal? Nee. Es ist ausgelöst? Es ist komplett. Ja, du hast heruntergedrückt, ne? Ja. Ja, ich kann nichts mehr gerade da machen. Okay. Nee. Aber das ist ja eigentlich nichts. Kannst du das Ding jetzt wegnehmen vielleicht? Ist das komisch, dass mein Zeigefinger kommt automatisch dahin. Ich mach da nichts. Ja. Okay, weil es ist wohl nur fürs Rätsel. Ja. Das bedeutet, vielleicht muss ich noch einen Namen eintippen. Paul, du meinst, Paul ist zwar richtig, aber... Aber wir brauchen vielleicht noch einen. Kannst du nochmal versuchen, runterzudrücken? Irgendwie. Es geht einfach nicht, ne? Nee, okay. Nee. Ja, jetzt muss ein zweiter Name vielleicht... Du meinst in der Reihenfolge der Opfer, oder wie? Wahrscheinlich. Ja. Paul, wann ist denn der erste? Vermisst? Oh, Leute, Moment mal. Oh, okay. Das hat sich also. Ich bin größer geworden. Das hat sich. Alles klar. Weg! Okay. Ach, toll, natürlich ein Keller. Ja, jemanden. Ich höre jemanden, Leute, ich habe Angst. Leg's nicht weg. Leg's eine nicht Switch weg. Ist da drin. Plus LAN-Kabel. Okay, ich höre ihn nicht mehr. Ich traue mich jetzt wieder. Okay. Aber auf jeden Fall wirklich so ein Escape Room-Horror-Szenario. Das Spiel ist super. Ja. Das ist wirklich ein super gutes Spiel. Passwort. Oh Gott, 19. Aber bevor du irgendwas eingibst, das wird dich wahrscheinlich sofort wieder töten. Ja. Das Schöne ist halt, dadurch, dass die Welt nicht so groß ist, können sie es wahrscheinlich sehr gut polischen. Mhm. Sehe ich da Entwickler reden? Patricia. Was ist ja? Patricia sagt ja schon wieder. Ich habe eine kleine Aufgabe für dich. Bin ich Patricia? Komm mal in den Raum. Ich denke, dass aus dir eine großartige Sängerin werden könnte. Und ich habe auch schon ein Lied für dich vorbereitet. Also komm, sing mit mir. Moment mal. Thomas, zu allen. Das Ding haben wir doch gesehen, das oben. Die Figur, ja. Wie lange spielt er an der Wand? Willst du denn etwa nicht, jetzt der größte Narzisst im ganzen Land. Thomas B. Ja, das wäre so ein Rätsel da links oben. Das sind auch lauter Zahlen. Die Hoffnung und Beständigkeit. Ja, das ist O Tannenbaum, das Lied. Zu jeder Zeit. Ach ja? Okay. Mhm. Also die Strophe von dem Lied. Singt ihr mal schön zu Weihnachten bei Krogmann? Na, da verstehe ich. Geile Geschenke. O Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Bist du, ne? Ich kann nicht mehr auch mal hoch. Okay. Ja, nee, aber es ist ganz gut, weil dann weiß man, es geht hier weiter. Ja. Oh, Moment. Nee, doch nicht, okay. Haben wir irgendwo eine Truhe? Oder soll ich... Ah, okay. Sei bitte nicht hier. Ich gucke einfach mal durch die Tür. Rein mit dir, komm. Hallo. Hallo.
Ich bin hier. Gott, ich hätte. Alter, stell dir das mal vor, du bist wirklich. Oh, jetzt kannst du ihn angucken. Campusball, siehst du ihn sogar schon. Hey, warte mal, ist das nicht die Leiche? Das ist die Leiche, ja. Guck jetzt. Ach, ist er so gestorben, weil er sich die Maske aufgezogen hat? Das ist bestimmt Patricia. Ey, warte, nicht weggehen, da jetzt kommt der Typ. Ah. Sorry. Sie, eine Frau. Frau? What? Frauen? Nein, das kann doch nicht sein, die sind doch nicht böse. Nein, die haben doch gar nicht so viel Kraft. Achso. Frau Krampus. Wie sie wahrscheinlich ist, den Menschen im Alpenraum mehr Luxus zu ermöglichen. Die Region an der österreichisch-deutschen Grenze. Warte mal, da kommen wir doch her. Ja, das ist oben. Haben wir auch eine Gasmaske? Nee, war es nicht oben. Können wir mal dazu. Hey, komm mal in den Raum. So. Nee, ja, okay. Was? Welchen Raum? Können wir mal auf drei. Jetzt guck mal genau an. Das ist. Ist das der Raum, in dem wir waren? Ja, klar, da ist ein Adventskranz. Die und da ist die Bombe. Kerzen. Da ist die Tür mit den Exoskeletten. Alles klar, okay. Cool. Was kannst du an diesem Fader machen? Ist, unten bei den Knöpfen. 1, 2, 3 und den, da rechts daneben kannst du auch nichts machen. Ne? Da meinst du jetzt? Du meinst die Knöpfe? Ja. Nee, da passiert nichts. Lautstärke kann ich einstellen. Ah, Lautstärke war das. Alles klar, das habe ich gemeint. Ja? Oh. Mach mal die Hand auf. Ich glaube, die kann ich einfach nicht aufmachen. Okay. Deswegen kommt der Zeigefinger raus. Ja, dann die Zahlen. Was haben wir denn da? Sind das Binärco oder sind das, ja, Binärzahlen? Mach mal leiser, ja? Moment. Ja, bitte. Mhm. Bestimmt nicht so wichtig. Binär, okay. Moment. 0100. 1101. Wenn wir dann sagen, dass es SM 01 MEI müsste es dann sein. Oder? Wenn wir nach den Zahlen da unten gehen und der Reihenfolge 1, 2, 3? Ja, du bist gerade ein bisschen flott, weil du in der Welt bist. Also, guck mal bitte einmal auf die Bildschirme und sag uns mal, was du dir vorstellst. Genau, also grade. Ich drücke auf Bildschirm 1. Dann sehen wir doch hier die Zahlen 0, 111, 01. Ja. Das ist M. 0, 111, 01. Ja, okay. Dann, wenn ich auf Nummer 2 gehe, sehen wir auch wieder die Zahl. 0, 100, 101. Genau. Das ist ja dann I. I. Also MI. MI, E wäre dann die Reihenfolge. 0100. 0100, 10, 1. Genau. MIE. Ja. Die Frage ist, wo können wir sowas eintippen? Das war hier vorne rechts. Nee, da nicht. Links. Jetzt bist du jetzt vorne links. Aber hier doch auch, oder? Ja, aber. Da links, dieses Teil. Ja. Da, aber es sind 4, oder? Das sind 4. Das ist ein Edding. Edding drin. Kann man das drehen? Kannst du oben ein M machen? Kannst du überhaupt M? Ich glaube nicht. Oh, nee. Okay. Kannst du unten ein M machen? Nee. Kannst du in der Mitte ein M machen? Ja. Ja. I ist auch. Jetzt können wir einen Namen bauen aus diesem, aus MIE. Rhyme. Gutes Spiel. Ja, komm, genau, das sind ja nochmal alle Namen in der Mappe. Nee. Gibt's P vielleicht? Aber es müssten ja 4 Buchstaben sein. Ja, ich meine, wenn es 4 Opfer sind, 2, 4, Paul. Nummer 3. Michael Krogmann aus Bad Reichenhall. Hei. Ah, das ist der, guck mal. Michael K. Das ist ja schön. Das freut mich ja. Danke, lieber Entwickler, dass ihr an mich gedacht habt. Ja, deswegen haben die uns angeschrieben. Ja, wirklich. Kette an der Decke. Kann der. Rattenkäfig. Versteht ihr? Stimmt, wir sind ja unter Zeitdruck. Das habe ich ganz vergessen. Meint ihr, das hat was mit dem iPad da zu tun? Chiara, geh doch noch einmal bitte in die Mappe, weil ich glaube, du brauchst einfach nur 4 Buchstaben. Und Paul haben wir schon. Und fang mal ganz vorne an. Ist das die erste Seite? Das ist die erste Seite. Okay. Ja. Dann machen wir weiter. Mit den Seiten. Achso, Paul. Also, das ist Thomas, das kann nicht passen. Da ist auch nicht angekreuzt, was irgendwie 4, was MIE
berücksichtigen könnte. Paul haben wir schon. Michael K., den Typen brauchten wir, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das mit den Zahlen, aber können wir erstmal weitermachen. Können wir kurz nochmal da gucken? Aber du kannst ja auch noch die Mappe durchlegen. Nee, das waren alle Seiten. Achso, entschuldige, ja. Das wusste ich nicht, okay. Okay, das ist das komplette Ende dann also. Was ist, wenn wir die ersten Sachen schon haben, dass es M, I, E ist und die anderen Buchstaben müssen wir noch rausfinden? Das kann E. Das kann E. Es gibt auch kein Wort. Also, kannst du da, warte mal, kannst du da Michael ran? Miete. Kannst du da Michael reinschreiben? Du denkst immer nur an dich selbst. Nicht, aber das ist eben da so fett auf. Aber geht nicht, ne? Nee. Keine Ahnung. Bin auch ratlos. Pass auf. Soll ich noch irgendwo mich umgucken? Ja, leg das nochmal alles ab. Und was ist das, dieses Masterzeichen? Masterzeichen soll man entsperren. Auf dem Schreibtisch. Ja, das meine ich ja. Das kannst du nicht nehmen. Vielleicht damit zu tun hat, weil da genau auch so Pins sind. Dass wir die Route suchen. Wo sind wir denn eigentlich? Moment, Grillo, muss ich noch hinrichten. Sind wir nicht in Salzburg irgendwie? Weiß ich nicht. Ich auch nicht, gut. Nee, du kannst, das wollte ich gar nicht fragen, du kannst dies nicht aufnehmen, ne? Vom Schreibtisch, dieses Masterzeichen? Nee, doch. Aber ja, aber ich muss es ja entsperren. Oh. Ich wusste gar nicht, dass das ein Tablet ist, bis gerade. Das hat man, ja. gar nicht gesehen, deswegen. Das ist nur ein Zeichen, du musst das einen mit der linken Hand wahrscheinlich draufmalen. Ja, aber was denn für eins? Man kann ja viel machen. Naja, so viele gehen ja gar nicht, oder? Probier mal was. Geht das denn so? Kannst du da was drauf rummalen? Ja. Ja, dann probier's doch einfach mal. Das ist auch von Nikolaus natürlich. Ja, stimmt. Der große Feind des Krampus. Ja. Das war doch schon mal richtig. Verbinde die Punkte. Verbinde die Punkte. Verbinde die Punkte. Ja, dann fangen wir. Ja, genau. Machen wir sowas. Aber ich weiß ja. Okay, Moment, was noch? Aber irgendwie rutscht immer ab, kann das sein? Sieht so aus, ne? Aber ich weiß nicht. Nee, dann heißt es, das funktioniert so nicht. Nochmal andersrum, vorsichtig. Nee. Dann einmal so. Ja. Nee. Okay, rückwärts ist auch Quatsch, weil es genau das gleiche ist. Was gibt's denn noch? Warte mal, von oben rechts, hast du das schon gestartet? Ab links? Von oben rechts nach links? So. Und dann. Einfach Quadrat ging auch nicht, ne? Nee, siehst du? Mm. Leute! Okay. Ich hab's geschafft. Knecht Ruprecht, das Ende ist nur der Anfang. Ende. Kannst du Ende in das vier da eingeben? Es stand ja schon, also in dem anderen Ende. Ende? Wo ja, stand Ende? Bei dem anderen, wenn Chiara sich jetzt umdreht, ist doch da dieses, da sind doch ganz viele Buchstaben. Ah, das stand Ende auch Ende. Ist das stand nur auch Ende der Anfang. Aber kann man Ende eingeben? Ja, dann mach das umgedreht. Ende genau, rückwärts. Ja. Ende. Du hattest ja schon das N. Ja. Und das Ende ist auch nicht richtig. Ja. Gibt's überhaupt ein D? Also, nee. Ich glaub nicht. Nee. 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 Aber vielleicht. Ist das auch nur ein Hinweis? Also kannst du mal nach oben durchblättern. Hast du denn oben ein E? Also kannst du Ende richtig rum eintragen? Auch nicht, ne? Nee. Wie gesagt, Ende stand bei dem anderen. Vielleicht ist das auch einfach, naja, nicht mal ein Hinweis, sondern. Ja, wenn das kein Hinweis ist für irgendwas. Gibt's überhaupt Ds hier? Ja, aber weißt du, warum stand es denn da bei dem anderen? Naja, weil es wahrscheinlich auch ein Hinweis ist auf jeden Fall. Lass mich kurz nochmal hier schauen. Ja. Da stand es am Anfang. Das heißt, dahinter kommt noch was. Ich glaube, das ist dann auch noch wichtig irgendwann. Ja. Aber ich glaube, jetzt noch nicht. Ja, na klar. Ich kann es nicht. Na? Ich liebe es! Ich kann es nicht rausziehen. Okay, ich glaube, hier ist nichts mehr. Nimm mal alle Dosen, vielleicht ist in der Dose noch was drin. Also das weißt du, also es kann ja sein, so, ne? Ja. Schmeiß mal weg. Du bist doch weg damit. Mensch, das macht richtig Spaß, das Spiel. Ey, wie gut diese Reflexion noch aussehen, ne? Das, ja. Das Licht, wie das auf so einer Ebene reflektiert. Das macht richtig Bock.
Jetzt hast du noch einen Schraubenzieher und Gaffertape. Was ist mit dem Gaffertape? Kannst du damit irgendwas machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, nee. Das ist ja wirklich zu klein. Okay, weg damit. Und Schraubenzieher. Die Tür? Ich glaube, das ist der komplette Ausgang dann. Die kannst du, hast du schon angefasst, ne? Nee, das wäre erst. Ja, es ist gar kein Rätsel da. Okay. Naja, hätte sein können. So, jetzt haben wir noch an der Wand. Was steht noch an der Wand, geradeaus vor dir? Das ist die Hoffnung und die Beständigkeit gibt Trost und Kraft zu jener Zeit. Oh, Tannenbaum. Noch eine andere Sache. Was? Wir haben 4 Opfer. Vielleicht müssen wir schauen, wo die gelebt haben. Ach nee, warte mal. Stimmt, wahrscheinlich war das Rätsel so. Wir schauen, wo die Opfer leben und dann ziehen wir so die Muster hin. Ja, wahrscheinlich. Ja, das aber kann gut, sein. Jetzt haben wir das Pad ja schon hier. Ja, genau. Okay, so, was steht da noch? Nur Knecht Ruprecht. Oh, ja. Oh. Du kannst nichts machen, ne? Das ist einfach nur... Nee. Es muss doch irgendwas mit dem Ende zu tun haben. Ja. Okay, dann nimm mal wieder das Licht. Ich habe Angst ohne Licht. Ey, kann es sein, dass die Fehler in dem Satz da auch ein Hinweis sind? Also welche Fehler? Buchstaben, naja, lies mal den Satz an der Wand. Ja. Der dir. Zum Beispiel, dass man das R nimmt. Ah. Das ist falsch. Dann das Kraft ist mit Doppel-F. Das habe ich gar nicht gesehen. F. Und unten ist auch noch E hin, Seite. Das heißt, man nimmt... Das war der erste Buchstabe. Ja, auf jeden Fall, ja, das ist auch ein gutes Hinweis. 3 Buchstaben. Aber es sind auch wieder nur 3, oder? Ist da noch irgendwas? Also, guck mal bitte das an. Also, die, dir, Hoffnung. Achso, guck mal, das U, ja. Also, R, U. Nee, E, E, nicht R. Yeah. Okay, sag's mir einfach. Aus dir. Aber das ist doch, bei dir nimmst aber du nicht das R weg. Das E nimmst du weg. Dir. Nein, die Hoffnung. Das R. Achso, die Hoffnung. Achso, ja. Die Hoffnung. Ja, ich hab, das, ja, aber es ist zu schnell. Ich muss ja, klar. R. Okay, dann das U, genau. Beständigkeit. Oh, es gibt kein R, oder? Doch. U. Sehr gut, Sandro. Das hast du sehr gut gesehen. Hast du sehr gut gesehen. Ja, aber warte mal. F, stimmt. Das ist ein T. Nee, das ist ein T. Trost und Kraft, Doppel-F. Nee, Doppel-T. Was T, ist das? Genau, T und I. Boah, sehr gut. Oh. Jetzt so. Können wir Ihren Traum noch berühmter zu werden. Hat recht, er hat doch was gebracht. Ah, sehr gut, Sandro. Das haben wir eben übersehen. Geil, voll gut gemacht. Na, guck mir den Stift erstmal an. Schau mal den Stift, da steht was drauf im Stift. Nicht, damit soll ich malen, schau mal. Ja, aber steht doch was drauf. Ja, auf der. Warte, da. Nee, Whitewood. Okay, alles klar. Aber macht das Sinn, dass du einfach was malst? Ja, mach ruhig. Okay, das ist geil. Es funktioniert auch anscheinend richtig gut. Hammer. Aber jetzt auch wieder Mucke angegangen, ne? Also, die erzählen dir was gerade. Oh, jetzt geht's nicht mehr weg. Und die Natur zerstören. Zerstören? Brand. Ja, es kommt nicht da raus, es kommt woanders raus. Damit jemand Seemark-Immobilien ganz richtig. Wir bieten ihnen exklusive Wohnungen und atemberaubende Verschwörungen. Wir haben nur 4 Minuten. Fuck, du hast. Shit. Hat das. Hier ist das angeschlossen. Hat das irgendwas mit irgendwas zu tun? Richtig. Wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, ich muss wieder. Ach, egal. Und atemberaubende Verschmutzung. Kannst du das nehmen, aber erstmal nicht, ne? Nee. Gekoppelt mit falschen Versprechen. Gekoppelt mit falschen Versprechen. Also jetzt. Und unaufhaltsamer Geld. Okay, es muss ja irgendwas damit zu tun haben, wenn ich da jetzt drauf malen kann, oder nicht? Ganz toll machen Sie das. Bad Reichenhall. Da kommt dieser an der letzte her. Ist das nur da, um das zu verbinden und dann nein? Ja, verbinde das mal. Ja, mein Name ist Paul Seemack und ich bin für all das verantwortlich. Ups. Also rufen Sie jetzt an. Fühlt sich das an. Und jetzt machst du mal ein X, jetzt machst du mal eine Mitte ein X. Oh, voll schlau eigentlich. Ich kann halt nicht so gerade malen, ups. Voll schlau eigentlich, oder macht einfach nur. Das ist gut, ey. Dass das so gut funktioniert. Was ist da? Ist der. Wartberg. Ja, also wenn ich vielleicht gerade gemalt hätte, wäre es Wartberg. Weil hier gibt es doch sonst keinen anderen Ort, oder? Ja. Könnte man das da eintragen? Nee. Wird nicht reinpassen, also das ist 7. Okay, kannst du mal in die Ecke unter der. 7. Unter der Treppe gehen? Weil da ist. Hier? Ja, da ist ein Videorekorder, da ist ein Switch, da bringt das nichts. Geh mal einen Schritt zurück, ich muss dich gleich neu positionieren. Geh mal wieder zum. Da ist doch noch was in der Wand. Hast du nicht einen Schraubenzieher gehabt? Unter der Treppe? Rechts, unter der Treppe? Entschuldigung, unter der Treppe? Jetzt links?
An der Wand. Oben. Da. Ist das mit dem Schraubenzieher zu öffnen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das sieht auch nicht aus, als wäre das mit drin. Dann Spare Parts. Was stand da drunter? Spare Parts. Akkustecker. Spare Link. Alarmkabel. Overpack. Nee, okay, da wird es nichts geben. Löcher. Ich finde komisch, dass es da so grün leuchtet. Das stimmt. Magst du noch mal zum Sicherungskasten gehen? Der sieht nämlich auch so verdächtig aus. Aber da ist nichts zu holen. Den kann man nicht öffnen. Da sind aber nur Kabel. Mhm. Okay, du hast es schon gut durchblickt. Kannst du den öffnen, den Kasten auch nicht. Okay. Dann lass uns gucken, was mit 7 Buchstaben da zu finden ist. Da gibt es einen Namen mit 7 Buchstaben. Dein Ortsnamen meinst du? Ortsnamen oder also Salzburg. Sind 8. Das eigentlich müsste es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich glaube, das ist auch zu mühselig. Nein. Ich glaube, es müsste schon irgendwas sein, was. Ah, es ging jetzt ganz gut. Es ist Kunst. Ja, ich wollte nochmal mit Schwung machen, in der Hoffnung, dass ich dann eher die Bitte. Und guck nochmal in die Mappe, ob wir irgendwelche Namen mit 7 Buchstaben haben. Das sind so kleine Hinweise, die man irgendwie zusammenbringen muss. Thomas. Hallein. 1, 2, 3, 4, 5. Hallein sind 7. Aber. Wollen wir es einfach mal probieren? Aber ist das nicht das Masterprogramm? Weiß ich nicht. Gibt's ein H? Nee. Was mich wundert ist, wir haben ja jetzt noch großartig gar nicht das nutzen können. Das binäre Alphabet, Moment. Müssen wir vielleicht. Müssen, Moment, wenn wir jetzt die. Ich komme jetzt wieder auf die Anfangsbuchstaben. P. Nee, ist auch Quatsch irgendwie. Ja, aber genau, wo willst du es da? Was zahlen musst du jetzt hier links wo eingeben? Deswegen bringt uns das jetzt irgendwie nicht so viel. Ja, wir brauchen die Buchstaben eigentlich. Also wir brauchen die Buchstaben, ich glaube, es hat irgendwas mit dem Alphabet hier noch zu tun. Wie Moloch. I. Wie Advent, Advent, dein Lichtlein brennt. Oh Mann. Erst eins. Nein, geh weg! Dann zwei. Dann drei. Dann vier. Ja. Muss ich da hingucken? Achso, es ging noch. Ja. Wir könnten es nochmal versuchen. Warte. Deine Reaktion war aber fantastisch. Ja, war auf jeden Fall letzter Versuch, aber ich drehe dich auf die richtige Position. Drück schon mal schnell auf letzter Versuch, bevor es die Zeit abläuft. Ja. Jetzt muss man mit. Mitkommen. Ey, was ich für eine Distanz hinlege. Du machst dir richtig Meter ein. Ja, das ist unglaublich. Du bist da wirklich okay. Auf 4 Läuft die Uhr schon? Nee, ne? Doch, 17. Ja. 17 Minuten, okay. Vielleicht also. Müssen wir aber auch Ende, guck, hast du es gesehen, da stand schon Ende. Vielleicht müssen wir das auch stehen lassen. Ja, Ende stand da schon, okay. Hä? Der Schlüssel ist weg. Ja, ich glaube, das ist nur auf den, die Tür ist auch auf, oder? Ja, ich glaube, das ist alles schon getriggert. Aber das brauchen wir eigentlich dann. Genau. Aber da stand ja auch, das können wir uns ja nicht merken. Ach shit, was habe ich nochmal eingetippt? So, ich glaube, ja. Genau. Das waren die an der Wand. Danach ist aber was passiert, oder? Aber ich glaube, es ja, vielleicht auch. Wir brauchen vielleicht nochmal den Stift, ich bin mir aber nicht sicher. Ja. Wo ist denn das U? Nee, erst das R. Hat's ja, schon. Ja, gut. U. T war dann, oder? Ja. T und dann letzte war E. E? Halt das mal über den Tisch. Ja, damit es nicht runter. Gut. Sehr gut. Guter Hinweis. Jetzt kommen wir Ihrem Traum, noch berühmter zu werden, einen Schritt näher. Wir nehmen jetzt eine Radiowerbung für Seemark Immobilien auf und ich verspreche Ihnen, die wird für ein Riesenaufsehen sorgen. Sprechen Sie mir einfach nach. Sie mögen luxuriöse Residenzen mit einem fantastischen Ausblick und wollen dafür ganz viel Geld ausgeben und die Natur zerstören. Sie mögen Salzburg. So, die kommt aus Salzburg. Hier ist der Anfang. Mit einem fantastischen Ausblick. Und den wir da gerade hören, ist auf jeden Fall Paul. Ganz viel Geld. Kommt eigentlich aus München. Ausgeben. Bei München ist er oben. Ich jetzt gut auf Hard Knocks. Die Natur zerstören. Zerstören. Bravo, Junge. Da sind Sie bei Seemark Immobilien ganz richtig. Ja.
Wir bieten Ihnen exklusive Rodung. Kannst du bitte einmal noch Paul aufmachen? Weil von Paul hören wir gerade ganz viel. Paul? Ja, im Buch. Im Buch. Drin? Im Buch? Ja, wir hören gerade die Geschichte, wie gerade das Thema ist. Die muss die von Paul sein. Immobilien. Ja. Wir bieten Anger. Ihnen exklusive Rodung und atemberaubend. Ja, das ist aber genau das Passwort, oder? Von dem. Paul ist aber 4. Gekoppelt mit falschen Versprechen. Gekoppelt mit falschen Versprechen. Schloss. Und unaufhaltsamer Geldgier. Und unaufhaltsamer Geldgier. Ganz toll machen Sie das. Guck, hast du gerade wirklich eine Idee oder machst du... Ich habe keine Idee, nein. Okay. Da, ich glaube, ich habe nicht den Eindruck, dass wir was Richtiges machen, um echt zu sein. Aber es muss doch jetzt allein nach der Reihenfolge gehen. Wir brauchen jetzt halt einen Code für diesen Computer und ich glaube, der Stift hilft uns da nicht. Aber Ende könnte uns helfen. Ende steht da halt schon, genau. Der Anfang ist nur das Ende. Genau, weil wenn wir nach der Reihenfolge gehen, ist Stift wäre wahrscheinlich das gewesen. So, weg damit. Ja, genau, dann kriegst du das Ding, genau, Ende. Dann kriegen wir und auf dem Computer steht schon Ende. Ja, das, also das steht auch schon am Anfang, also das haut schon hin. Genau, genau, schau mal bitte einmal rechts bei diesem Schieberegler-Dingi. Da steht Ende. Ende ist der Anfang, also. Drei brauchen wir. Achso, verstehst du? Wenn wir jetzt hier, ja, genau, die letzten drei geht das M-I, ja, M-I-E? Das Ende ist nur der Anfang, also Anfang, also Ende beginnt es. Guck mal, das war doch hin, M-I-E, haben wir das nicht vorhin ausprobiert? Nein, haben wir nicht ausprobiert, nein. Okay, also M. Mach mal M-I-E. Hier? Ja. M, I. Oh Gott, wenn das da alles war, dann... Waren wir auf der richtigen Spur? Nee, ja, warte mal, ja, warte mal. Ja? Jetzt den Button betätigen da unten rechts. Ich will nur, dass die Regler gut sind. Ja. Na, das war's, glaube ich, nicht. Aber das Geräusch... Ja, aber kommt der Campus jetzt? Schau dich mal um. Schau dich um. Ja, ich bin gerade in der Matrix. Okay. Steht warten. Ah, okay. Guck mal nach okay, links. Das ist aus. Jetzt haben wir auf sehr gut. Ach, stark. Also, Moment. Boah, das hätten wir aber vorhin auch, ne? Da hätte man schon drauf kommen können. Ja. Hätten wir auch früher drauf kommen können, ne? Ah. Du bist aus dem Haus schon mal raus. Hallo! Hallo. Lass dein Feuerzeug, das die nicht sehen. Ey, wirklich packendes Spiel. Ja, sehr, sehr spannend. Richtig gut. Aber das beunruhigt mich trotzdem. Hinterher. Rätsel ergeben auch Sinn und so. Also ja, ich mag auch Escape Rooms. Das ist cool. Dann dieser Brisanz. Kann ich Schneeengel machen? Sieht man richtig deine Spuren? Schau mal runter. Ah, nicht so richtig. Gott. Soll ich den Schritten mal? Folgt dem Blut und den Schritten. Nee, da geh ich nicht nochmal rein. Ist das denn dein Haus? Ja, ich glaube schon. Geh doch mal rein. Ich glaube nicht, dass ich da reinkomme. Schau mal, die. Ja. Okay. Das Dumme ist, ich schaue ganz nett auf den Boden. Ich wette, wenn ich nach oben gucke, steht da irgendwer und ich erschrecke mich. Mega creepy. Ich würde mich da schon einscheißen, Chiara. Du beweist sehr viel Mut. Danke, ich versuche einfach nur auf dem Boden zu schauen. Weil du weißt ja einfach nicht, was da kommt. Wo ist überhaupt mein Helikopter hin? Es ist so zappenduster hier in der Wildnis. War ich das? Das klang wie ein Ast. Bitte? Das ist ja Quatsch. Da geh ich doch... Na gut.
wie gut die Flocken auch aussehen. Oh, die wollen nur, dass ich mich langsam beruhige. Ja, ich glaube auch. Man denkt so, ja, spaziere ich halt lang. Warum folge ich überhaupt Spuren, wenn ich in einem Haus bin mit einem Mörder? Das ist doch Quatsch. Was kommt. Jahre jetzt, bis in die Unendlichkeit läuft. Ich hab Angst. Ist da irgendwas vorne? Sieht aus, als wäre da irgendwas. Ich erkenn's nicht. Ich glaube, das ist ein Tor. Ein Zaun? Mein Auto. So, jetzt falle ich hier runter. Ja. Oha. Was erwartet uns jetzt da? Vielleicht sind wir der Krampus. Der Geschichte Ende. Es liegt an dir. Wähl du die Wände. Wo liegt der Weg, der dich befreit? Aus dieser Abenddunkelheit. Der Simon, wie geil. Mit dem Schlüssel treffe deine Wahrheit. Und entsperre nun dein Arsenal. Signal. Leute, was soll ich nehmen? Warte, was steht denn nochmal? Also ganz kurz. Beides reimt sich. Nun, ist der Geschichte Ende? Es liegt an dir. Wähle du die Wände. Wo liegt der Weg, der dich befreit? Alter. Aus dieser argen Dunkelheit. Mit dem Schlüssel treffe deine Wahl und entsperre nun dein Arsenal oder Signal? Uff. Uff. Hier ist ein Helikopter in der Nähe, aber ganz ehrlich, vertraut ihr dem? Dem Signal. Willst du lieber ballern oder willst du lieber ein Zeichen setzen? Das ist die Frage. Zeichen. Hey, wir sind drei Leute, wir wählen jetzt. Ey, ich bin für Signal. Was, wofür bist du? Ich bin Signal. Für Arsenal. Signal. Okay, gut. Sind wir alle für Signal? Nee, ich bin für Arsenal. Also. 2-2 ist Chiara, sorry. Ich hab da schon 2-2. Yay! Yeah. Hey. Okay. Okay. Ja. Yeah. Ja, komm, das ist schon geil. Der Rave ist on. Geh ich hinten auch noch? Nee. Ja, und nun? Warte mal, mein Schlüssel ist doch nicht kaputt gegangen. Kann ich den nicht nochmal benutzen? Nee. Hallo? Ja, jetzt läufst du damit weiter. Weil der super nervig rot Licht ist. Aber wohin? Ja, den Fußboden entlang, oder? Kannst du da weiter? Ich komm, glaube ich, hier nicht vorbei. Kommst du andere Seite am Auto lang? Nee, ne? Hallo? Ach, ist der Mond, ne? Okay. Du? Meint ihr, ich soll zwar nochmal zurück? Was ist denn da eigentlich? Ey, ein warte mal, es wird immer heller, ne? Ja, der Hubschrauber kommt. Hallo! Ach, geil. Egan Peak VR. Hast du es durchgespielt? Du hast es durchgespielt. Krass. Du hast es auf einfach durchgespielt. Wir haben es auf einfach durchgespielt. Das ist ja fantastisch. Und das ist die perfekte Zeit, denn wir müssen leider auch langsam zu Ende kommen. Wir haben natürlich noch die News gleich, aber das ist ja großartig. Das ist das erste Spiel, was wir bei Reality Bites durchgespielt haben. Alter, ja, Reality auf, komm her, Reality auf, komm rüber, Chiara. Alter Schwede. Wow, wir haben es echt geschafft. Ja, innerhalb krass. Dieser Folge. Du hast es geschafft, Chiara. Wir haben mir die ganze Zeit geholfen. Ich habe fast nichts gemacht. Aber du hast es gemacht. Du hast es ausgeführt. Ich habe das Fallzeug immer verloren. Ey, aber das sah super gut aus. Die Stimmung war Hammer. Und ich hatte richtig Bock, das nochmal von dir allerdings, ich will das nicht spielen, nochmal auf einem Schwierigkeitsgrad höher zu sehen und auch was mit diesen anderen Entscheidungen da passiert. Ja. Also, ja. Sind,
sind es da wirklich nur zwei Räume, das kann ich mir nicht vorstellen. Naja, das Ding ist, ich finde das trotzdem total cool, dass es so ein kleiner Titel ist und dass es so ein, weil wir haben halt ständig irgendwie Actionspiele bei Reality Bites, wir haben klassische VR-Sachen, wo du weißt, okay, das ist jetzt sowas wie Stormland, das hast du schon öfter gesehen irgendwie so mit Science-Fiction-Kram, aber das kann eben auch VR sein, so VR-Escape Rooms in unterschiedlichen Arten und Weisen quasi, und ich finde, dass es einfach zeigt, wie viel VR zu bieten hat, so, ne, und dass man auch für 1,5 Stunden, die wir jetzt fast gebraucht haben, nicht mal, eine gute Zeit haben kann. Ey, super unterhaltsame Zeit. Ja. Das ist wirklich gut. Hat sich auch so richtig gut spielen lassen. Ich hab eigentlich dazu, wurde ich verleitet, ganze Zeit Dinge auszuprobieren und einfach mit dem Stift, dass ich da auch auf die an der Tafel rummalen konnte. Das war eigentlich so ultra präzise, fand ich. Und das bin ich gar nicht gewohnt von VR, muss ich eigentlich sagen. Ja, ey, das sah auch richtig gut aus. Also, das ist auch physikalisch und so alles richtig in der Super gut. Also wirklich gut. Und dir wurde auch nicht schlecht. Mir oder wurde irgendwas? Auch nicht schlecht, stimmt, das wollte ich auch noch sagen. Weil normalerweise, ich habe jetzt schon ein paar gespielt, wurden mir immer wieder übel, aber jetzt, man kann es ja aus unserem eigenen Pacing spielen. Absolut. Ruhig. Absolut. Und ich bin, glaube ich, auch ein bisschen mehr rumgelaufen, als ich müsste. Man kann natürlich auch einfach nur mit einem Analogstick die Kamera bewegen. Deswegen musstest du mich immer hin und her schieben. Ich glaube, für die Leute zu Hause, entschuldige, ich wollte dich unterbrechen, aber für die Leute zu Hause, glaube ich, immer noch schön, dass du das Spiel zu spielen, weil wir nur den leichten Schwierigkeitsgrad gespielt haben. Das heißt, auch wenn wir es jetzt durchgespielt haben, zeigt es ja nur, dass wir erstens sehr schlaue Menschen sind und zweitens, dass es ein Spiel ist, was funktioniert. Das ist doch toll. Eben. Also schaut auf jeden Fall gerne rein, Pagan Peak VR. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben jetzt natürlich noch die News und dann sprechen wir auch noch über eine News. Also viel Spaß mit den News. Und wieder mal ist es Zeit für eine neue Runde News rund um Virtual, Mixed und Augmented Reality. Los geht's. Vor einiger Zeit hatten wir schon mal berichtet, dass Facebook mehr als 1 Milliarde Euro in VR-Spiele investieren will. Nun sind davon die ersten Schritte zu sehen. So hat Facebook das Prager Studio Beat Games übernommen, das nun zu den First-Party-Entwicklern bei Oculus Studios zählt. Ist ja auch kein Wunder, schließlich ist ihr Beat Saber das bisher erfolgreichste VR-exklusive Spiel überhaupt. Ziel sei es, das Studio mit mehr Ressourcen auszustatten und VR noch besser zu verbreiten. Modding soll übrigens weiterhin unterstützt werden. Passend zum bald erscheinenden Jumanji The Next Level veröffentlicht Sony Pictures das VR-Erlebnis Jumanji Reverse the Curse. Wie The Rock und Co. können wir darin selbst die Abenteuer im gefährlichen Dschungel erleben. Klingt nach Spaß, hierzulande müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Die Eröffnung von The Void in Oberhausen ist nämlich erst im ersten Halbjahr 2020 angepeilt. Von einer exklusiven VR-Erfahrung zur nächsten. Das Boot VR Escape ist in mehreren deutschen Hologate-Arcades spielbar. Unter anderem am Münchner Flughafen oder auch in Hamburg und in Bremen. In der VR-Arcade-Erfahrung müssen 4 Spieler als Kommandant, Wachoffizier, Chefingenieur und Steuermann zusammenarbeiten, um den Angriff eines britischen Zerstörers zu überleben. Geht das schief, droht der Untergang. Nicht in einer VR-Arcade, sondern direkt für zu Hause kommt Twin Peaks VR. In Zusammenarbeit mit David Lynch und dem verantwortlichen Sender Showtime hat das Studio Collider Games eine VR-Erfahrung entwickelt, die euch zu den ikonischen Schauplätzen in Twin Peaks bringt. Darunter der Glastonbury Grove, die Polizeiwache, der Rote Raum und, und. Dabei spielen sogar alle 3 Staffeln eine Rolle. Unterstützt werden die HTC Vive, Valve Index und die Oculus Rift. Kommen wir aber von reiner Unterhaltung zu Bildung. Denn gerade hier hat VR einen großen Mehrwert. Polnische Entwickler wollen eine universell verständliche Geschichtsstunde in VR schaffen. Um das KZ-Lager Auschwitz-Birkenau möglichst akkurat zu rekonstruieren, greifen die Entwickler auf Satellitenbilder, historischen Karten, Augenzeugenberichten, Lagerfotos und alten Flugaufnahmen alliierter Streitkräfte zurück. Die fertige VR-Erfahrung soll Szenarien, einen Modus für freie Erkundung und die Möglichkeit bieten, sich historische Dokumente und Interviews mit Überlebenden anzusehen. Aktuell wird über Kickstarter und über die offizielle Internetseite nach finanzieller Unterstützung gesucht. Was 2017 noch eine nicht ernst gemeinte Werbekampagne war, die wir hier gerade sehen, will ein russisches Betrieb das nun realisieren. Kühe mit Virtual Reality Brillen. Ziel sei es, die Milchproduktion anzuregen. Der Grund? Studien hätten gezeigt, dass Kühe in einer positiven, ruhigeren Atmosphäre mehr Milch produzieren und sich angeblich die Milchqualität verbessern könne. Und das Ganze ist so absurd, dass wir da doch gleich mal in der Sendung drüber sprechen. Ja, das waren die News und was besonders spannend war, was ja auch rund ging
auf Social Media war ja diese Geschichte mit den Kühen in VR. Ach, komm, ey. Und das ist eigentlich so traurig, weil 2017 hat eine Schweizer Firma, und zwar irgendwie Appenzeller Käse, haben so einen Gag-Werbespot gedreht, der war auch nur für Social Media, wo sie eben genau das gezeigt haben. Da können wir auch mal reinschauen, wo sie eben so gesagt haben, ja, unsere Kühe mit VR haben sie viel mehr Spaß und sowas. Und das war wirklich einfach ein reiner, lustig gemeinter, nicht ernst gemeinter Werbespot. Aber die Russen haben genau das eben jetzt vor, weil sie davon ausgehen, dass die Kühe glücklicher sind, wenn sie eine VR-Brille aufhaben, mit einer schöneren Umgebung, sag ich mal, für sie. Und wenn sie entspannter wirken, dann geben sie angeblich bessere Milch ab. Ja, qualitativ und auch quantitativ. Also auch wirklich von der Menge und auch von der Qualität. Ja. Und das finde ich voll verrückt. Anstatt dass man auf die Idee kommt, einfach den Tieren mehr Weidefläche zu geben und nicht alle einfach zu stapeln. Das war und die Frage ist, kriegen die Kühe auch Motion Sickness und wird die Milch dann sauer? Jetzt mal ganz ehrlich, also ich meine... Das Ding ist halt, die kommen halt nur drauf, weil holländische Studien das ja auch bestätigt haben, dass eine bessere Umgebung natürlich den Kühen besser tut und die dann bessere Produkte haben. Natürlich, natürlich. Aber warum stellt ihr die nicht auf eine geile Wiese, statt in der VR-Brille sie reinzuschubsen, so, weißt du? Das ist doch einfach... Aber merken das nicht? Dann muss doch... Was ist, wenn dann irgendwo ein Zaun ist, aber in ihrer VR-Vorstellung nicht? Und dann die sind schon eingespunden da in ihrer kleinen Welt. Die ja, sind kleiner Box. Aber es sind ja auch keine richtigen Umgebungen. Es sind so Schattierungen in Rot, Grün und Blau. Also es sind halt irgendwelche Formen, die sie halt beruhigen sollen. Mhm. Und die halt die Kühe irgendwie ja, ruhiger machen sollen, damit die halt... Ey, habt ihr schon mal von diesem unbekannten Film gehört? Der heißt Matrix. Das ist sehr ähnlich tatsächlich. Ja, hast du mal den Film gehört, Idiocracy? Ja. Daran erinnert mich das. Ja, okay. Weil ich finde es sehr traurig. Also wir machen uns natürlich hier ein bisschen lustig drüber, aber ich finde es eigentlich lustig. Ja, ich mache mich nur lustig drüber, weil ich dazu weinen könnte. Ja, eben. Also das ist halt so traurig, dass die das wirklich durchziehen und daran rumexperimentieren. Und ich meine, wie gesagt, das war ein Gag und jetzt ist es Realität. Vor 2 Jahren war das noch Gag, jetzt ist es Realität. Das zeigt eigentlich schon genug, wie traurig das eigentlich war. Also, jetzt schon mal eine Domain registrieren, VRmilch.com, VRmilk.com und dann hast du VRmilk. Das Schlimme ist, hier im Westen finden das alle richtig scheiße. Im Osten wird das so als der neue krasse Scheiß in der Technologie irgendwie. Ja, wirklich, so eine Art. Also, heute Zitat, morgen. Während in den Kommentarspalten westlicher Medien hitzig diskutiert wird, ob und wie Virtual Reality Zukunft hat, wittern die russischen Pharma- und IT-Spezies den großen Durchbruch und die Modernisierung der russischen Milchwirtschaft. Ey, irgendwann haben die Brille gehackt und die Kühe haben einfach ein ganz anderes Programm und dann werden die über die Menschheit dominieren, weißt du? Und dann werden sie alle Menschen knechten und einfach nur, weil sie es in dieser Welt so sehen. Lass nicht weiter darüber reden. Nee. Lass uns mit einem positiven Outcome hier rausgehen. Das ist die Vorweihnachtszeit. Chiara hat ein Spiel durchgespielt mit dem Krampus. Das ist doch geil. Ey, und das Geile ist, beim nächsten Mal, wir laufen tatsächlich am Weihnachten. Ja. An Heiligabend haben wir nämlich Simon am Start und spielen Vader Immortal. Ist Heiligabend das hier Simon Christkind Time, oder? Exakt. Vader Immortal Episoden 2 und 3. Wir hatten ja die erste schon mal mit Reinke gezeigt. Ja. Reinke, der hatte das noch auf der Quest gespielt. Das war nicht so geil. Diesmal spielen wir es dann auf der Rift S, also nächste Folge dann an Weihnachten. Also anstelle von stirb langsam, dann geschnetzeltes mit Simon, oder was? Ja, ich meine, für mich, also, oder für viele ist ja Weihnachtszeit ist Star Wars Zeit inzwischen. So. Weil nämlich Star Wars immer rund um Weihnachten rauskommt. Also, viel Spaß damit nächsten Mal. Und lasst einen Kommentar da und einen Daumen nach oben und erzählt euren Nachbarn oder so, dass die Sendung gibt. Also danke bis dahin. Danke fürs Zuschauen, danke Chiara. Danke Brian. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ciao. Cool.